Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Tag. Meine liebste Sonja von Sonnige Bücher hat mich getaggt und ja, der Tag heißt Buchtitel-Tag, glaube ich, ja. Und beinhaltet 10 Fragen und ja, da fangen wir doch mal an. Ja, die Fragen sind diesmal auf Englisch und so wie die Sonja war ich auch zu faul, die einfach mal zu übersetzen. Aber ich übersetze euch ja während dem Tag. Von dem her ja, bekommt ihr das dann alles schon so mit. Die erste Frage ist ja schon ein bisschen tiefsinnig. Title that's the story of your life. Einen Buchtitel, der quasi die Geschichte meines Lebens ein bisschen so beschreibt. Ja, und ich habe von Matt Haig Ich und die Menschen genommen. Ja, warum jetzt Ich und die Menschen? Ich glaube, ich war Zeit meines Lebens immer irgendwie anders. Ja, von klein auf, dann, wenn die Jungs Fußball spielen wollten, Fußball spielen und so, das hat mich irgendwie null gejuckt. Auch später, Fußball, ne, kann ich echt nichts mit anfangen. Ich habe boxt, ja, Boxen ist toller Sport. Das hat mich dann interessiert, ja, aber so die alle Fußball, alle Jungs und ich, ne, kam Bock drauf. Und das hat sich so, zieht sich so immer so durch mein Leben hindurch. Ich habe so mein das nähere Umfeld, also in meinem Ort, in meinem Heimatort, da habe ich mit so gut wie eigentlich keiner Menschenseele irgendwie was zu tun. Ja? Ich habe meine Freunde wo ganz woanders und viel verstreute. Aber selbst da bist du dann immer noch ein bisschen so ein Sonderling. Ich bin immer so der Typ gewesen, der komische Typ mit der Kamera, der Fotos gemacht hat oder gefilmt hat. Der Kerl, der liest. Der Typ, der liest. Warum liest der? Frauen lesen. Ja, aber Mann, wo kommen wir denn da hin? So, und ja, das ich habe immer irgendwie, wenn alle nach links gelaufen sind, dann bin ich rechts rum und habe mal geschaut, was da so ist. Deswegen, ich habe immer irgendwie alles anders gemacht, als so das die Regel wäre. Von dem her, ich und die Menschen, das passt irgendwie. Die zweite Frage ist, der zweite Buchtitel, Title that describe your perfect weekend. Boah, da habe ich auch lang überlegt, perfektes Wochenende. Ich habe von Thomas Thiemeier das verbotene Eden genommen. Und da könnt ihr jetzt gerne rein interpretieren, eigentlich, was ihr so wollt. Ein Mann und eine Frau sind so auf dem Cover und ich habe ein ganzes Wochenende Zeit. Ne? Drittens, Title of an adventure you'd like to go on. Tja, das war einfach.
denn von J.K. Rowling, Harry Potter und der Stein der Weisen, ich würde mir nichts mehr wünschen als das Abenteuer, nach Hogwarts auf die Schule gehen zu dürfen. So als Elfjähriger in Hogwarts zum Zauberer ausgebildet zu werden und dort Abenteuer zu bestehen. Oh, und ihr wisst, ich bin so ein extrem riesiger Potterhead. Ich würde da durchdrehen, ey, wenn ich da die Möglichkeit dazu hätte, da ein Abenteuer zu erleben. Von dem her, das musste ich nehmen, weil, ja. Viertens, title you want to name your child. Und, oh, das ist echt schwer, also ein Name und das dann mit dem Buch zusammen zu assoziieren, aber dann fiel mir ein, ja, ich habe doch da dieses wundervolle Over-the-Top-Buch. Ja, hallo Mr. Gott, hier spricht Anna. Könnt ihr nicht wissen, aber ich weiß das. Vor ganz vielen Jahren, es müsste 1648 gewesen sein, war die erste Vorfahrin, die hier bei mir in meinem Heimatort geboren wurde, eine Anna Magdalena. Und irgendwie, seit ich das weiß, gefällt mir irgendwie dieser Name, Anna oder Anna Magdalena. Ja, und dementsprechend, ja, hallo Mr. Gott, hier spricht Anna. Ja. Fünftens. Title of your ideal job. Tja. Ich lebe in der Bibliothek hier. Und bald kommen hinter der Kamera da, noch Regale dazu und hier auch noch. Und irgendwie passt dann von Robin Sloan die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra. Das passt irgendwie. Denn irgendwie fände ich das so cool, in einer Bibliothek zu arbeiten, irgendwie. Oder in einer Buchhandlung. Also ich könnte mir das wirklich, auch wenn es mit meinem jetzigen Job so null zu tun hat, aber irgendwie, ja, das, oder irgendwie eben was mit Büchern, für einen Verlag oder irgendwie was, das wäre schon irgendwie so ein richtig, richtig cooler Job. Ja, deswegen die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra. Sechstens, title of your place you like to visit. Wo wollte ich schon immer mal hin? Also abgesehen von Hogwarts. Ja, nach Mittelerde. Ihr wisst ja, ich bin unglaublich großer, auch neben Harry Potter, ne? Großer Fan von Tolkien und von Mittelerde und dem ganzen Werk um der Herr der Ringe. Und deswegen, boah, nach Mittelerde. Stellt euch mal vor, ihr steht da am Raurus, an dem Wasserfall und guckt da diese riesigen Statuen an oder steht oben an der Zitadellenspitze von Minas Tirith mit der Aussicht so auf Mordor. Das wäre doch sagenhaft. Ja, oder nach Valinor. Das wäre doch cool. Von dem her, nach Mittelerde. Wo sonst? Wo sonst? Ja. Mal hinstellen.
Siebtens, Title of Your Love Life. Oh, das ist also der Titel meines Liebeslebens. Die Sonja hat, ihr müsst unbedingt der Sonja ihr Video dazu anschauen. Sie hat still genommen. Sonja, ja, ich kenne das. aber ich nehme von Daphne Unruh Himmelstiefe. Denn bei mir ist es so ein zweischneidig, ja. Das Liebesleben, ich wüsste schon und die wüsste auch, aber da steht so viel im Weg und ja, hauptsächlich ihre MS, die da im Weg stellt. Multiple Sklerose ist nämlich eine verdammt beschissene Krankheit. Ja, Himmelstiefe, so, das ist so Himmel und boah, ja, könnte so gut sein, wenn nicht. Ne? Von dem her, Himmelstiefe. Achtens, Question you ask yourself. Tja, was frage ich mich da manchmal? Das ist, die Sonja hat es schon ganz gut ausgedrückt, das passt schon auch gut. Zur Frage 1, das ist ein bisschen eine tiefsinnigere Tag, so, ne? Ich habe mir da echt überlegt, was fragst du dich als ab und zu so selber, was so mit dem Leben und mit dem Ganzen so abgeht. Und momentan, so das momentane Gefühl in meinem Leben ist, ja, gejagt. PC Cast und Kirsten Cast, Christine Cast. House of Night, gejagt. Ja, ich habe momentan ein bisschen Stress und auf der Arbeit und viel Arbeit und noch mehr. Und kein Urlaub, erst zur Frankfurter Buchmesse und momentan, ja, bin ich ganz schön platt und finde eben deswegen auch ganz selten oder viel zu wenig Zeit zum Lesen, zum Videos für euch machen. Deswegen momentan frage ich mich wirklich, ob ich echt irgendwie gejagt werde. Ja. Neuntens, Title of a Kingdom You Want to Rule or Name. Also ein Königreich, das ich regieren oder benennen wollte. Und irgendwie, ich liebe die Geschichte von Maxime Chetam, Altera und der Krieg der Kinder. Und mein Königreich, das würde Altera heißen. Und hier dieses Altera, das könnte man doch wunderbar regieren und von Neuem aufbauen, ja, mit einer utopischen Gesellschaft und Frieden und Gerechtigkeit für alle und so. Und ja, ein gerechter König dann sein. So. Ja. Zehntens, Titel Your Name Your Band. Wie würde ich meine Band nennen? Ha, da habe ich auch echt überlegt, weil, boah, soll ja ein Buchtitel sein. Aber dann fiel mir dieses von Andrea Krämer. Nightshade, die Wächter, und irgendwie Nachtschatten, die Band Nightshade, die dann Metal,
ja, Metal, aber Rock spielt, vielleicht Indie-Rock oder New Metal, irgendwie sowas. Das passt schon cool dazu, da eben Nightshade, Nachtschatten. Und ja, so würde ich meine Band nennen, wenn sie nach einem Buchtitel benannt werden müsste. Ja, das war dieser Tag. Die Sonja hat es andersrum gemacht. Sie hat die Leute gleich am Anfang getaggt. Und ich tagge sie jetzt. Ich tagge wie immer die Leseeule Theresa. Auch wenn du nie einen Tag bisher, glaube ich, mitgemacht hast, indem ich dich getaggt habe. Aber ich tagge dich trotzdem. Badge. Dann tagge ich den Nick, den Buchtoaster, ja, weil ich glaube, das ist ein Tag, der könnt ihr auch taugen. Dann tagge ich die Büchernixen, das ist auch ganz klar, Steffis kleiner Bücherexpress. Ja, und Luisa, das Bücherregal, dich tagge ich auch. Und alle anderen auch, die Bock drauf haben, diesen coolen Tag auch zu machen. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.